Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit dem nächsten Video von Florian auf Tour hier in Tokio 2.0. Und zwar komme ich gerade aus Shinjuku und Kabukicho, als ich dort ein bisschen rumgelaufen bin und eine ganz kleine Shopping-Einlage eingelegt habe. Und mache mich jetzt auf den Weg zu diesem Gebäude hier. Es ist ungefähr 20 Uhr 15:20 und man kann bis 22 Uhr hier drauf auf den Tokyo Tower. Und wenn ich mich recht entsinne, ist er 300 noch was Meter hoch. Ich werde es hier nochmal entsprechend einblenden. 330 irgendwas in den Dreh, 336 oder so. Und ja, werde dann mir also ein Ticket kaufen, um die beiden Aussichtsplattformen wahrscheinlich zu Gemüte zu führen. Die eine auf 100 Meter und die andere auf 250 Meter weiter oben. Und ja, bin mal gespannt, wie jetzt dann die Nachtsicht über Tokio darstellt. Das Wetter hat ja im Laufe des Tages ein bisschen aufgeklärt von der Diesigkeit her. Und wie man die sieht, die Wolken sind auch nicht so zahlreich, beziehungsweise normal. Also einigermaßen angenehmes Wetter, um da auch hochzugehen. Und ja, dann will ich mir Tokio von oben mal bei Nacht anschauen, nachdem es vor 3 Jahren ja so war, dass wir in dem Rathaus von Tokio gewesen sind und dort dann in der 45. Etage uns Tokio bei Tag angeschaut haben. Damals allerdings auch bei diesem Wetter. Und jetzt bin ich mal hier auf die Nachtsicht gespannt. Ich schätze mal, ich werde es nicht machen, den Skytree entsprechend nochmal hochzugehen. Das hebe ich mir dann für irgendwann ein andermal auf. Und ja, muss jetzt schauen, dass ich dann irgendwann nicht verpasse, rechts zu gehen, damit ich ein bisschen mehr in seine Richtung komme. Und dann melde ich mich wieder, sobald ich auf dem Vorplatz des Tokyo Tower bin. Bis dann. Der Tokyo Tower wurde als, glaube ich, ja Sendemast oder Sendestation als, nicht Receiver, wie heißt das Gegenteil? Ja, als Sender verwendet. Abgelöst jetzt von dem Tokyo Skytree. Haben wir ja auch besucht bei Let's Play Gogo Nippa, my first trip to Japan. Und dann will ich jetzt mal suchen, wo der Eingang zu den Aussichtsplattformen oben ist. Und vielleicht noch ein bisschen shoppen gehen, wer weiß. Hier ist zum Beispiel unten gleich ein Souvenirshop mit einigen Souvenirs in auch der Form des Tokyo Towers. Aber auch Anime-Sachen und dergleichen. Na gut, ich hole mir erstmal an der Information da ein kleines Heftchen über die, ich glaube, 4 Etagen, die das Gebäude hier unterhalb des Turms umfasst und wo dann der Einstieg für die Aussichtsplattformen ist. Da seht ihr die Preise, beziehungsweise nochmal die Meteranzahlen, 250 und auf 150 Meter, Entschuldigung. Das Kombi-Ticket für sowohl das Main Observatory als auch das Special Observatory Deck kostet 1600. Man kann auch nur auf jeweils eins der Deck hoch, dann wird es ein bisschen günstiger. Ich werde mal, wenn ich schon mal hier bin, das Doppelticket nehmen. Und deswegen melde mich dann gleich zurück, sobald es nach oben geht. So, hier sind wir jetzt auf dem normalen Observatory Deck, dem Main Observatory Deck auf 150 Meter. Und obwohl ich noch nie hier war, ist es ein bisschen Natsukashi, weil diese Plattform hier kenne ich aus diversen Anime-Serien, wie zum Beispiel Metante Conan und dergleichen, in denen der Tokyo Tower als Stage auftaucht. Und ja, okay, das ist schon eine wahnsinnig tolle Aussicht. Ich gucke, ist hier irgendwo eine Angabe, in welche Himmelsrichtung wir gerade gucken. Ah, okay, da. Hier in die Richtung ist Norden. Da, Norden. Ja, besser also Tokio über Nacht. Und auch hier sollte man definitiv keine Höhenangst haben und ein bisschen schwindelfrei sein, wenn man hier oben steht. Ja, einen richtigen Rundgang werde ich dann oben auf dem Special Deck machen. Das ist ja nochmal 100 Meter höher. Wir haben ein bisschen Floor Map. Stimmt, das Main Observatory teilt sich auch in zwei
zwei Etagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier auf der ersten oder auf der zweiten ankommt. Hier ist auch ein Gewürzschaf. Auch hier logischerweise wieder mit Motiven des Tokyo Towers. Kleinen Modellen. Naja, wenn ihr wollt, schaut euch das dann mal selber an, wenn ihr irgendwann mal herkommt. So, tatsächlich, man kommt auf der zweiten Etage vom Main, von der Main Observatory an, downstairs. Geht es also hier, Main Observatory First Floor. Hier haben wir auch ein Lookdown-Window ausgeschildert. Oha. Hier ist es. Schauen wir mal. So, es blendet leider ganz schön. Ist auch schon ganz schön dreckig hier unten. Deswegen, ich gehe mal näher nach unten. Durch die Gegenbeleuchtung sieht man da auf der Kamera jetzt leider nicht zu viel. So, dann gehe ich mal wieder die Treppen hoch. Ich glaube, ich auf die andere Seite hier. Und dann aufs Special Observatory Deck. Und zeige euch dann mal von oben die Aussicht auf 250 Meter. Nochmal 100 Meter weiter oben. Hier aus dem Tokyo Tower. Da war es gerade. Ich muss mir da fuhren, ja, den Zinn Ding. Okay, hier sind wir nun. Auf 250 Meter mit Blick über Tokio. Da in die Richtung, glaube ich, ist Odaiba. Das ist die Brücke, die darüber führt. Da ist auch dieses Riesenrad. Das gehört, glaube ich, auch mit zu Odaiba mit dazu. Das sind Inseln da in der Tokio-Bucht. Das heißt, das müsste also ein bisschen südliche Richtung hier sein. Ja, da oben steht es S Süden, in die Richtung, die wir gerade geschaut haben. Hier oben sind auch dann kleine Informationen zu den Gebäuden, die man hier zum Teil sieht. Werde ich jetzt nicht alles im Einzelnen abfilmen. Das könnt ihr irgendwann in Zukunft, wenn ihr hierher kommt, mal selbst nachschauen. Da hinten sieht man den Tokyo Skytree erleuchten. Sozusagen schauen wir gerade von einem Aussichtsturm und Sendeturm auf den anderen. Nur dass der Skytree natürlich wesentlich größer ist. Und letzte Himmelsrichtung im Westen. Skytree ist also nordöstlich von hier. Hier vollzieht sich dann auch so langsam wieder die Runde mit Odaiba da hinten. So, ich bin jetzt hier auf dem First Floor von dem Main Observation Deck. Ich habe auch mal gerade mein Hotel gesucht, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Und zwar ist es genau das da, das Tokyo Grand Hotel. Da übernachte ich ja. In die Richtung muss ich also.
Und ja, mit diesem letzten Ausblick hier von dem Tokyo Tower und dem Observation, Main Observatory, ich kann schon nicht mehr sprechen, Main Observatory First Floor, verabschiede ich mich von euch. Hoffe, dieses kleine Nachtsicht-Eindruck-Video vom Tokyo Tower hat euch gefallen und sage an dieser Stelle wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.